On a quest to invent fire, call me Neanderthal. Who's the man to call to pitch you weight like a medicine ball? Here we go! They wanna know what's happening. Sagst du 1 und die 2? 2. 1. Und ja, komplett hin rein. 1, 2. 3. Günther, wo bist du? Da bin ich. Du hast dein Mikro am Hals. Ah, genau, ja, das ist es. Ja, ich bin der Günther Knopper. Bin der eigentlich schaut, dass das Motorradl so gut wie möglich ins Ziel kommt und das alles so gut funktioniert und ich fahre mit der Friedenshand. Super. Er hat jetzt gesagt, er ist der Günther Knopper. Nein, mit Günther verstehe ich mich sehr gut, muss ich sagen, weil erstens auf menschlicher Basis und zweitens habe ich steirischen Dialekt schon gelernt, deswegen verstehen wir uns auch gut, auch sprachlich. Und mit Günther sind wir schon ein paar Rallyes gefahren, so ist es ja nicht. Er ist wirklich Schrauber durch und durch. Also ja, bei ihm fließt nicht Kernöl in den Adern, sondern ein Schrauberblut. Und die letzten zwei Touareg-Rallyes hat er wirklich, wirklich, also muss ich da auf die Schulter klopfen, gell? Hat er wirklich hervorragende Arbeit geleistet und wir wissen wirklich, was wir an Günther haben. Deswegen sind wir froh, dass er jetzt bei uns dabei ist im Team. Und er wird sich sicher schon auf die schlaflosen Nächte freuen. Unbedingt, ja. Sicher. Es wird sicher viel Spaß geben und es wird sicher auch einiges dabei sein, was wir lösen können oder sollen oder müssen. Und ja, wenn der Chris dabei ist, freue ich mich schon sehr. Ja, ich bin schon dabei. Ja. Wir sind jetzt in die heiligen Hallen des Günther Knopper, in der tiefsten Südsteiermark, im Weinbauangebiet des Schilchers. Ich weiß nicht, ob die Frauen mit dem Motorrad anders umgehen. Sie werden vielleicht ein bisschen andere Fahrtechnik haben als wie die Männer, aber ich glaube, dass sie vielleicht sorgfältiger umgehen mit dem Fahrzeug und sie sind sicher mehr ausdauernd als wie meistens die Männer. So und sie halt immer. Ich weiß eh, was soll ich jetzt da dazu sagen? Wir sind ja beide Frauenversteher. Rein in technischer Sicht, das heißt, Günther in schraubertechnischer Sicht und ich werde die Frau in mentaler und navigatorischer Hinsicht hier unterstützen. Deswegen wird jeder von uns einen Part dazu beitragen, dass wir die Reliquien wirklich auf Dakar bringen. Nein, der Günther ist, wie soll man Günther beschreiben? So schlimm? Nein, es ist relativ angenehm, gell? Wir sind in der Südsteiermark, mitten in den Weinberg, da wird man einfach total entspannt. Das ist die Luft, man merkt ja das Donnern im Hintergrund, man wird da so relaxed. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. In ein paar Monaten haben wir den Sturm.